Ich bin Andrea Volk. Ich habe tatsächlich 6 Jahre lang beim Teleshopping gearbeitet, bei QVC, wenn das was sagt. Und nach den 6 Jahren habe ich ein lustiges Buch geschrieben über meine Erlebnisse und jetzt bin ich arbeitslos. Ja, es ist nicht zu fassen, wie humorlos Menschen sind, kaum dass es um ein paar hundert Millionen Euro geht. Da muss man Begehren erzeugen, Bilder malen, Emotionen wecken, das ist ganz wichtig. Ne, sagen wir mal, wenn ich jetzt so einen Mann verkaufen würde, dann, ich bräuchte mal ein bisschen Saallicht, Markus, ne? Dann würde ich zum Beispiel sagen, ich mache das so ein bisschen wie so eine Gebrauchtautobörse. Ne? Ja, so www.gebrauchtmänner.de. Ne, dann würde ich sagen, schauen Sie mal, ja, also hier zum Beispiel, wenn Sie mal kurz aufstehen, ist klar, erst rein, oder? Schauen Sie mal, da stehen gleich. Wie heißt Sie? Der Jürgen, ne? Dann würde ich sagen, schauen Sie mal hier das Modell. Jürgen, ja. Der sportliche Typ, ne? Der Sportwagen unter den Herren, hier oben mit leichtem Cabrio. Ne? Schauen Sie mal, ja, vielen Dank, das wäre doch super. Ne? Oder wenn Sie mal aufstehen würden, ganz kurz bitte. Wie heißen Sie? Der Rainer. Der Rainer, ja, und das gepflegte Garagenfahrzeug. Mit Servicepersonal vermute ich, ne? Ja. Oder wenn, sagen wir mal, Sie mal eben aufstehen würden, da Sie, nee, Sie sind ja kein Herr, der, nee, auch nicht weggucken und jetzt zu den anderen. Das Modell VW-Bus. Also man muss einfach wissen, dass im Fernsehen sind Leute vom Vertrieb. Und wir Vertriebler, es ist nicht unser Job, uns sozusagen im letzten Moment rettend zwischen Ware und Kundschaft zu schmeißen. Wir sind da, um zu verkaufen. Und das machen wir aus gutem Grund, nämlich wegen Geld. Ja, ich weiß auch noch, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin ja im Grunde genommen Autorin, schreibe ja Bücher und bin Mediengestalter und toll. Ne? Aber von irgendwas muss ja auch leben. Und da war ich zu Hause und da war ich mit meiner Mutter zusammen mit der monatlichen rituellen Klage über meinen Vermieter und meine Kreativität, dass die so gar nichts miteinander zu tun haben. Und da sagte die Mama zu mir, Andrea, Kind, sagt sie, ja, geh doch zum Fernsehen. Du bist talentiert, du kannst reden. Ne? Okay, sie hat es anders formuliert. Mama hat gesagt, Andrea, da läuft so viel Scheiße im Fernsehen, da kannst du doch auch mal was machen. Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, warum nicht? Ne? Alles ist besser als ehrliche Arbeit. Es lag wahrscheinlich an der Kuschelei. Wenn einer schon mal Teleshopping geguckt hat, wenn wir sowas verkaufen, dann müssen wir immer ganz viel kuscheln. Ne? Also ich mache euch jetzt mal so einen normalen Bademantelverkauf vor. Ne? Oh! Oh, ist das weich. Die Mikrofaser. Jetzt machen wir jetzt mal zusammen. Also pass auf A hoch, auf O runter, die Mikrofaser. Und bitte. Teleshopping-Studio, das ist quasi wie Ikea. Das heißt, du hast eigentlich auch nur einen Pappkamin mit aufgemaltem Feuer, du hast Pappbücher in den Regalen im Wohnzimmer und du hast aber dieses Ikea auf ebenerdig im Oval gebaut und in der Mitte stehen die Kameras und dann ist eben nebeneinander Wohnzimmer, Badezimmer, Küche, Schlafzimmer und so können die halt die Kameras in der Mitte, die haben halt Rollen, in einem Moment noch irgendwie eine Bettwäsche zeigen, die im Schlafzimmer verkauft wird. Und in den nächsten 8 Minuten eben eine Tupperdose, die in der Küche verkauft wird. Aber es ist eben ein potemkinsches Dorf. Aber wenn Sie mal so ein Teleshopping-Studio besuchen sollten und Sie machen eine Führung und da steht irgendwo was zu essen rum, nicht einfach essen. Immer schön fragen, ob das noch gut ist. Weil man muss wissen, wir brutzeln und wir backen mit den Pfannen, die wir verkaufen. Das macht ja auch total Sinn. Und wenn das Essen gut ist, dann wird es auch probiert. Und dann geht es, oh,
Das ist ja herrlich, köstlich, wunderbar. Aber Sie müssen mal darauf achten, wenn Sie eine Küchenstunde sehen, wo die Leute einfach zum Beispiel nur irgendwas aufschneiden, um zum Beispiel ihr Brettchen zu verkaufen, das aber nicht anrühren, sollten Sie das auch nicht tun. Das weiß ich noch, da bin ich nämlich einmal zum Horst gegangen. Horst Gensel, das war so unser Fernsehkoch, ne, so ein freundlicher, jovialer Opi. Also vor der Kamera, hinter der Kamera war mir Duisburger Bahnhofsghetto. Ne? Und da war der gerade so Möhren am Schneiden, mit so einem Messerchen-Set und so. Ich wollte mir gerade so eine da runterangeln. Er so, ist er nicht! Das Haarspray dran! Konserviert! Kann ich euch von eurer Botox-Bunker-Crew da gleich mal geben? Ich sage, ja, was ist denn da mit der Schwarzwälder Kirschtorte? Kann ich da ein Scheibchen von? Bist du bekloppt? Die Sahne lernt gerade sprechen. Zwei Wochen alt. Ich sag, was schneidest du da? Was hast du da? Frag nicht. Messerset. So eine Scheiße, alles aus Plastik hier. Guck mal hier, wenn du einmal drauf drückst, dann geht das kaputt. Oder an hier, guck mal hier, wenn du hier drauf drückst, dann geht da eine Lampe an. Eine Lampe. Wo schneiden die ihre scheiß Zwiebeln zu Hause? Im Dunkeln oder was? Präsentiert Ihnen unsere Andrea Volk das Modell Pfirsichblüte. Sample nennt man das ja immer. Da habe ich so in den Spiegel geguckt und habe gedacht, geil, ich sehe aus wie der Schrei von Edvard Munch. Und eine Kollegin, die charakterisierte das ganz gut, die kam dann zu mir und sagte, boah, die wollte sagen, das ist menschenverachtend. Die sagte, boah, Andrea, das ist menschenverarschen. Fand ich sehr schön. Ja, aber auch das funktioniert. Ne? Man muss dann nur wissen, wie man Begehren erzeugt. Ja, da sagte zum Beispiel eine Kollegin, sagte zum Beispiel, das ist doch wunderbar, da gehen Sie dann mit an die Tür und dann öffnen Sie zum Beispiel den Postboten, ne, oder den Zeugen Jehovas. Dann haben wir die Zeugen Jehova vor der Tür stehen, die haben gedacht, die haben den Weltuntergang verschlafen. Dehnbar. Jede Gelegenheit. Elastisch. Mit komischen Halbtaschen. Das ist doch schön, ne? Stellen Sie mal vor, ne? Da ist man immer gut angezogen, auch wenn man zum Beispiel mal zum Briefkasten geht oder so. Da kommen direkt die Männer mit dem Hab mich Liebjäckchen. Der Horror kann ich Ihnen sagen, aber man muss es dann mit Begehren. Ich habe da irgendwas erzählt von wegen, ja, stellen Sie mal vor, nach so einem langen Arbeitstag, da gehen Sie nach Hause, da duschen Sie, da ziehen Sie diesen bequemen Anzug an. Und da freut sich doch auch Ihr Mann. Ich dachte, oh Volk, du kommst niemals in den Himmel. Ja, aber man muss halt was erzählen. Ne? Zum Beispiel, man muss immer irgendwie eine Geschichte, zum Beispiel Männern, ne? Verkaufen wir ja auch. Kennen Sie doch bestimmt auch diese kernigen Handwerkerstunden. Das gibt es bei uns auch. Da stehen da kernige Männer mit Bohrmaschinen. Und ich stehe da und sage, guck mal hier mit der Bohrmaschine von Doof und Dübel. Da kannst du die Lampe mal eben so 5 Minuten, dann ist die in der Decke. 5 Minuten. Und Männer sind dann zu Hause, denken, auf dem Sofa, denken, boah geil, 5 Minuten. Und die Alte hält wieder die Klappe. Und ich kann weiter in Ruhe in die Ferne gucken und nichts sagen. 5 Minuten, das ist gut, dann bestellen die. Was dann die Realität, wenn ihr bestellt habt? Nichts passiert. Ich habe meinen zum Beispiel so eine Bohrmaschine von Doof und Dübel bestellt.
Dann habe ich gesagt, Schatz, kannst du mir mal eben die Lampe in die Decke hängen? Du hast doch jetzt die Bohrmaschine von doof und dübel. Das geht doch in 5 Minuten, ne? Und was sagen Männer dann? Jetzt? Ich sage, nee, Schatz, ich wollte für einen Termin 2015 fragen. Ich sage, ja klar, jetzt. Ne? Dann sagt er, ja, aber gerade jetzt und heute wollte ich mal nichts machen. Ich sage, du hast doch gestern schon nichts gemacht. Er sagt aber, ich bin nicht fertig geworden. Der Klöckler. 21 Uhr das Gesicht sitzt. Der hat ja neuerdings hat er so eine komische Marotte, der schnüffelt jetzt immer so. Ne? Der ist immer so, Schönheit gibt es in jeder Größe. So ein bisschen wie Hannibal Lecter in Schwul. Schönheit gibt es in jeder Größe und in jedem Alter. Ob 2XL, 3XL, dieser Hausanzug kleidet die Dame. Svetlana, wenn du das bitte mal präsentieren möchtest. Und dann kommt so ein Modell russische Türsteherin hier bald. Ronk, 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 ronk. Die Erde bebt, ne? Und sagt er, schauen Sie mal. Schön und geheimnisvoll wie Mata Hari. Und du denkst, Mata Hari? Was hat die gemacht, um ihre Feinde zu töten? Sich draufgesetzt? Die Frau wurde erschossen, hatte die Sachen vom Glöckler noch gar nicht an. Aber der Glöckler, der würde ihnen alles verkaufen. Der würde auch zum Beispiel jetzt hier so ein Buch, ne? Der würde nicht einfach sagen, schauen Sie mal hier, Buch kostet nur 9 Euro, ist sehr lustig. Der Glöckler würde das ganz anders machen, der würde sagen. Schauen Sie mal. Für mich sind alle Leserinnen Prinzessinnen des Geistes. Und der Trend geht auch zum Zweitbuch. Nehmen Sie doch auch mal zu Hause mal die Papprücken aus Ihrem Wohnzimmerschrank und da stellen Sie da mal ein richtiges Buch rein. Das hat doch auch Haptik. Das fühlt sich doch gleich ganz anders an. Da schauen Sie mal, so viele Seiten. Und die Buchstaben kosten nichts extra. Ich war und auch so, wenn Sie zum Beispiel Ihre Familie, Ihre Freunde mal einladen. Dann stellen Sie so ein Buch mal auf den Tisch. Und wenn Sie sagen, was ist das? Dann sagen Sie, Buch. Und wenn die dann nicht wissen, was das ist, dann sagen Sie, es ist ein Dekoartikel aus der Marcel Reich-Ranitzky Memorial. Und dann schauen Sie mal, was man mit so einem Buch alles machen kann. Zum Beispiel hier. Machen Sie das mal mit dem Kindle. Man muss sich schon genau überlegen, was man tut. Und es gibt eine ganze Abteilung, die sich sozusagen damit auseinandersetzt, welches Argument für welche Zielgruppe. Und die heißt TV Sales. Ein zutiefst germanisches Wort. Das ist sozusagen die Marketingabteilung. TV Sales, die sagen dann noch Sätze zu dir, also zu mir in dem Fall, wie zum Beispiel, du Andrea, für dein Tagesangebot morgen, ne, also diese Krokodil-Nachttischlampe, lass uns dann nochmal das Wording für deine Performance durchgehen. Dass wir vielleicht statt Birne im Schwanz sagen, rektaler Zellüberschuss. Du, und für den Human Touch habe ich übrigens auch noch eine Mats requested. Ne? Und nach 6 Jahren, da sind Sie so weit, dass Sie halbwegs verstehen, wovon der redet. Und dann antworten Sie auch ganz fehlerfrei, du, hör mal, übrigens, ich habe mir nochmal die History von dem Produkt angeguckt und ich würde sagen, bei der Response von den Modern Performance noch Luft nach oben. Ne?
Und die erfinden auch so tolle Sachen wie Christmas in July. Den Spaß müssen Sie sich mal machen. Haben Sie schon mal am 24. Juli Teleshopping-Sender angeguckt? Ja? Ist das der Hammer? Ist das bescheuerter, als die Welt noch fassbar ist? Am 24. Juli, da stehen die da im Studio und sagen zu Ihnen, nur noch 5 Monate bis Weihnachten. Jetzt kaufen und nachher keinen Stress haben, kurz am 24. Dezember. Da sind doch wieder die Straßen voll, die Parkhäuser sind voll. Dann noch besser jetzt zuschlagen. Und dann stehen Sie als Verkäufer vor dem Studio. Am 24. Juli, im Regelfall bei 30 Grad in irgendeinem Kleid, machen die Studiotür auf. Und dann sind da Weihnachtsengelchen und der Weihnachtsmann geht vorbei. Das ist der Security Man von der Pforte. Ist besonders lustig, weil der Weihnachtsmann Türke ist. Aber ho, 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 kriegt der Akzent frei hin. Ja, überall rennen irgendwelche Leute mit Christbaumkugeln am Ohr, Geschenkpakete sind aufgetürmt, überall liegt Kunstschnee und du kommst da rein und denkst so, ist das jetzt wirklich Kunstschnee oder hat der Glöcklein ausgegeben? Wie sind die auf diese geniale Idee gekommen? Weil jetzt kommt das Beste, das läuft wie geschnitten Brot. Da werden richtig Umsätze gemacht. War da irgendwann mal einer voll besoffen von der Marketingabteilung? Ne? Und Jungs, lass mal überlegen, wann ist richtig Umsatz? Valentinstag, Geburtstag, kannst du alles wegschmeißen. Wann machen wir Umsatz? Weihnachten. Und jetzt frage ich mal ganz frech in den Raum, wieso ist Weihnachten eigentlich immer im Dezember? Machen wir doch Weihnachten mal im Sommer. Und dann haben wahrscheinlich alle in der Abteilung gesagt, ja, gute Idee.